Lange Zeit hatten wir auf einen guten Verteidigungsring rund um unsere Kolonie verzichtet, hatten uns stattdessen beholfen mit einzelnen Türmen oder mit Trupps hin und her patrouillierender Soldaten. Das war gut gegangen. Wir hatten dann immer gesagt, wir sparen uns den Bau von dicken Wellen ganz fürs Ende auf und setzen stattdessen auf die Wirtschaftsexpansion, stellen viele Viertel hin oder mehrere Viertel mit reichen Wohnhäusern, die viel Steuern zahlen. Kann sein, könnte durchaus sein, dass das Konzept aufgeht. Der Engpass, vor langer Zeit schon prognostiziert, wird das Gold sein, ist auch jetzt. Alles andere läuft ganz gut, Gold kommt nur mäßig rein, das bremst uns aus. Aber gerade darauf hatten wir ja massiv gesetzt, als wir hier die großen Viertel errichtet haben. Das heißt, hätten wir dieses Viertel zum Beispiel am Schluss nicht gebaut, dann wären uns jetzt die Hände gebunden. Insofern nicht unbedingt alles falsch gemacht. Jetzt wollen wir aber mal der Reihe nach weiter gucken, wie wir hier vorgehen. Der Turm ist fast komplett, der ist noch nicht komplett, hier stehen jede Menge Sniper. Dann wollen wir mal den Kollegen, den schicke ich erstmal hier eins zurück. Der Sniper kommt hierhin, der dahin, der dahin. Und ich versuche mal, ob der es schafft, hier reinzukommen. Hoppla, jetzt ist er drin. Ich setze ihn mal hier hin. Und jetzt können wir auch mit den Kollegen wieder ein bisschen vorziehen. Okay, wir haben wieder ein bisschen Gold mehr. Und checken mal, wie das aussieht mit der Produktion von Snipern. Da ist, glaube ich, jeweils nur einer eingestellt. Da können wir gleich das wieder aufstocken. Und genau, die werden hier oben hingeschickt. Das ist okay, da waren wir auch gerade schon. Und die Sniper hier sind unterwegs hierhin. Hier müssen noch der... Ne, hier sind die Türme mittlerweile voll. Einer fehlt ja vielleicht noch, aber das ist nicht wirklich schlimm. Den schicke ich hier rein. Einer ist vermutlich unterwegs. Das heißt, ich kann von dieser Kaserne aus mittlerweile auch Sniper wieder woanders hinschicken. Wo ist noch Not am Mann? Ja, hier, definitiv. Das heißt, hier schicke ich den mal hin. Und hier können wir auch schon ein bisschen abreißen und neu bauen. Wir haben nicht genug Geld, um jetzt einen Turm zu bauen. Da muss ich noch einen Moment abwarten. Runter geht es zu den Herrschaften hier. Okay, but it's gonna cost you double. Tanitus. Ready and cool. Ready and cool. Wie immer, coole Ansage, ja. Sehr gut. Weitere Sniper. Und 664 haben wir. Thanatos Einheit sind noch im Stapel. Das heißt, wir können einen weiteren Schockturm bauen. Und ich denke mal. Wo stellen wir den hin? Hier oben hatten wir schon gesehen, hier gibt es ein paar Probleme. Hier haben wir noch keine gebaut. Hier müssen aber auch erstmal die Leute zu... Ja, dann wollen wir erstmal alle Einheiten... Wir fangen mal hier an. Den schicken wir hier hin. Den schicken wir hier hin. Aha. Und von wo kommen sie? Vom Osten. Da sind wir eigentlich gut geschützt. Der kommt hier rein. Der Sniper kommt ebenfalls hier rein. Wir schauen derweil uns mal sicher im Osten um, aber... Ja, hier steht noch kein Schockturm. Hier steht auch noch keiner. Das heißt, das werden die wahrscheinlich gleich ein wegmachen. Das wäre doch eine gute Gelegenheit, noch den einen oder anderen Schockturm zu platzieren. Das mache ich sehr, sehr gerne. Da können wir uns gleich mal anschauen, wie gut die funktionieren. Einer kommt... Na, dann ist das hier mit dem Eingang schwer. Okay, dann können wir jetzt hier einen Schockturm bauen, direkt dahinter. Da geht's nicht, da geht es. Wir decken den Bereich ab, da können wir da links noch einen weiteren hinstellen.
Den stellen wir hier hin. Passt da noch einer dazwischen? Vermutlich nicht. Dann wird es vielleicht sogar Sinn machen, die dichter aneinander zu stellen. Genau, Mindestabstand. Dann stelle ich den hier hin. Der Thanatos kommt dorthin. Der kommt hier hin. Die Thanatos einer ziehe ich noch einmal zurück. Zwei Schocksturme nebeneinander, das heißt, der kann hier hin. Dann kommen die Herrschaften immer nicht mehr in den Turm rein. Das heißt, die alle bitte hier rein. Und ein Schockturm hier hin. Das sollte eigentlich reichen. Sehr gut. Klasse. Und dann kommen wir auch noch hier unten. Es sind gar keine Schocktürme. Da müssen wir gleich noch welche bauen. Hier haben wir welche errichtet. Das heißt, wir setzen hier auch welche hin. Es fehlt an Energie. 30 Stück. 30 Energie fehlt. Eigentlich eine ganz gute Gelegenheit, um mal zu schauen, ob wir nicht auf das ein oder andere verzichten können. Zum Beispiel, wir brauchen keine Beobachtungstürme hier mehr. Das gilt auch für, weil wir wissen ohnehin, dass die irgendwann kommen. Wozu brauchen wir dann noch Beobachtungstürme? Wo haben wir sonst noch einen hingestellt, auf den wir auch verzichten könnten? Hier, der kann weg. Moment, ist ein Wachturm. Ich schaffe es leider nicht, den anzuklicken. Den hier hätte ich gerne. Doch, das ist ein Wachturm, ein Beobachtungsturm, alles klar. Der kommt weg. Und dann können wir hier gleich nämlich noch Schocktürme bauen und so weiter. Mal gucken, ob wir das hier nachher noch brauchen. Energie 3, die hatten gar keine Energie verbraucht. Das ist natürlich doof. Ja, dann wollen wir hier die mal ein bisschen besser platzieren. Der kommt hier hin. Der kommt da hinten hin. Die kommen so ein bisschen gestaffelt. Der hier hin. Und genau, auf die höchsten Stufeneinheiten. Die werden gebaut. Das ist okay, die stehen hier gestaffelt. Hier im Osten, das ist ein bisschen doof. Das werden die uns gleich alles wegmachen. Mir fehlen ein paar Thanatos-Einheiten. Wenn die aus dem Osten kommen, dann kann ich ja erstmal welche rüberschicken. Das heißt, ich schicke den mal hier hin. Und den schicke ich hier oben hin. Und hier braucht man nicht so viele. Den schicke ich mal versetzt dorthin. Und ansonsten stellen wir noch ein. Das von dem Ingenieurszentrum aus. Die hier hingeschickt werden, ist das okay? Da haben wir gleich auch die Schocktürme. Das sollte eigentlich dann genügen. Das kann man so machen. Schicken wir also noch welche hin. Ich glaube, ich schicke die sogar eher. Nee, das ist okay. Es kommt ja noch einer dazu, den schicke ich dann mal hier hin. Hoffentlich schafft die Wegfindung das. Lieber hier. Okay. Alles gut. Gold, Energie-Upgrade müssen wir durchführen. Das heißt, wollen wir noch irgendwelche Mühlen, die wir upgraden können. Ansonsten müssen Kraftwerke errichtet werden. Sollen wir das upgraden hier hinten? Das ist, da werden wir wahrscheinlich gleich eher einen Schockturm noch hinstellen. Das gilt auch hierfür. Irgendwo noch eine kleine Mühle im Hintergrund, die wir upgraden können. Da habe ich irgendwas noch übersehen. Eine, die nicht an der Front steht, die beispielsweise. Mal schauen, ob es dann noch welche gibt. Das hier potenziell auch. Oder ein Schockturm. Ja,
wird auch noch abgegradet. Hier sind noch welche. Hier, die stehen dagegen, das weiß ich nicht. Ja, mehr ist jetzt auch gar nicht da, angehält. Ich lass mal weiterlaufen. Okay, erstmal hier unten gucken. Und beobachte hier, wie die Leute positioniert sind. Das ist eigentlich ganz solide. Der kommt wohin? Na, das ist okay, damit kann man arbeiten. Den stelle ich dahin. Den stelle ich hier hin. Leicht versetzt. Der kommt dorthin. Die kommen auch an ihren Platz hin. Den Turm gebe ich den Befehl. Höchste Stufe. Höchste Stufe schießen. Höchste Stufe schießen. Denen hier auch. Die stehen hier vernünftig positioniert. Der Ball geht gleich drauf. Gibt Schlimmeres. Und den gebe ich ebenfalls höchste Priorität bei den Ballisten. Bei allen. Wurden da wirklich alle markiert? Tatsächlich, alle auf einmal. Das ist ja cool. Sehr schön. Sehr praktisch. Okay. Sniper und Scharfschützen fertig. Da hinten kommt der Angriff. Hier seht ihr, wie es rot aufleuchtet. Wollen die sich hier durchschnetzeln? Oh. Die stehen halbwegs gestaffelt. Das sollte aber eigentlich klappen. Wollen die hier oben durch? Das wäre nicht so schön. Aber wir haben ja genug Leute. Ich schicke den mal, stell mal den sicherheitshalber hier hin. Und die stelle ich mal sicherheitshalber hier rein. Und den Turm dann ebenfalls auf höchste Stufe. Und das, was wir jetzt an Gold noch haben. Also hier sollte ein Schockturm schon hin, ne? Falls sie sich ja durchbrezeln. Mal gucken, ob ich noch einen rechtzeitig... Wo wir haben auch die Thanatos-Einheiten. Die kommen hier so ganz dünn durch nur. Sollte eigentlich reichen. Hier unten entstehen zwei Schocktürme. Hier haben wir keinen. Aber ich setze, glaube ich, erst noch darauf, noch mehr Energie auszubauen. Also ich glaube, das sollten wir ja eigentlich packen. Das sollten wir eigentlich packen. Er wird abgegradet, die Mühle hier. Ebenfalls. Jetzt schauen wir uns, jetzt haben wir nur 825. Wie sieht es aus? Ah, wir brauchen genug Gold. Wir müssen, brauchen gleich wieder genug Gold, um Thanatos-Einheiten auszubilden. Und Scharfschützen sind auch keine da. Dann wollen wir erstmal dafür sorgen, dass die Thanatos, dass die Scharfschützen erzeugt werden. Hier oben kommen sie. Ihr seht es in der Minimap. Links unten. Die müssen sich hier irgendwo bewegen. Da kommen sie. Wow. Das wirkt aber, das läuft aber echt gut. Schaut euch das mal an. Das sieht klasse aus. Da kann man gleich weiterbauen. 2379 haben wir an Gold. Das heißt, ich kann weitere Thanatos-Einheiten gleich einstellen. Einmal. Wohin ist der unterwegs dann?
schicke ich da mal hier hin. Und der Kollege hier links, das Ingenieurszentrum. Hier stehen vier, da stehen vier. Das läuft eigentlich alles ganz sauber hier. Hier unten fehlen ja noch welche, ne? Ich schicke die mal hier hin, dann können wir, von hier aus können wir die nämlich gut umschicken auch woanders hin. Da finden die auch den Weg, das ist alles kein Problem. Und die Sniper? Der Turm ist komplett. Die Türme sind noch nicht ganz komplett. Hier wollen wir welche, wir schicken die mal hier hin. Einmal Sniper hier. Da sind genug. Das heißt, den schicken wir dann hier unten hin. Ne, lieber hier. Hier brauchen wir dringender welche. Okay. 1779 Energie ist da. Wir können also weitere Schocktürme bauen. Hier hatten wir noch gar keine errichtet. Das heißt, wir können durchaus auch hier welche hinstellen. Dazwischen. Eigentlich dahinter. Das heißt, die... Ja, das können wir machen. Ich mache mal Folgendes. Einen stelle ich davor und den maure ich ein. Da gucken wir mal, wie lange der durchhält. Und die anderen stellen wir dann nachher davor. Aber so versetzt. Einfach einen in die Mitte. Und nachher dann einen hier oben hin. Einen hier hin. Ich baue erstmal... Müssen hier noch Leute rein? Da muss nur ein Sniper reinpassen. Hallo. Passt ihr da nicht rein? Da sind jetzt vier. Den eins zurück. Ein Schockturm dahin. Und einen da so leicht versetzt dahinter. Enge Geschichte. Sehr enge Geschichte. Konnte ich denn hier einen hinbauen? Jetzt nicht mehr. Hier. Da, da machen wir das anders. Dann stelle ich den. Also einen davor und einen hier. Wird das klappen? Mal gucken. Einen da und einen so, versetzt hintereinander. Mal schauen, ob das funktioniert. Der vorne muss natürlich gleich eingebaut werden. Derweil schauen wir uns aber, die Speer schicke ich weiter. Hier sind wir ganz am Rand angekommen, weiter geht's nicht. Das heißt, die schicke ich mal hier runter. Und hier ist noch ein zweiter Ansturm. Da oben ist ein Sturm. Aha, die versuchen hier durchzukommen. Das hat man uns noch gar nicht angeschaut. Ja, die machen hier erstmal alles kaputt. Die hier gehen drauf. Das hat funktioniert. Hoppla. Das wird schon klappen. Die stehen ja quasi Schlange. Trotzdem sicherheitshalber haben wir noch eine andere Thanatos-Einheit, die wir da hinschicken können, schnell genug. Ich fürchte nicht. Mal gucken, ob hier irgendeiner auf dem Weg ist irgendwo. Leider nein. Aber es sollte eigentlich auch so funktionieren. Es wird schon klappen. Weitere Thanatos-Einheiten. Eine hier. Oh, hier ist eine frisch entstanden. Wo ist die? Super. Die schicken wir dann gleich mal.
Hierhin. Also, hier entsteht eine. Und entsteht eine weitere. Und wir können uns wieder konzentrieren auf... Hier. Das wollten wir noch besser mit Steinen abschirmen. Aber wir haben gleich auch wieder ein Problem mit der Energie. Das heißt, wir müssen auch noch ein paar Mühlen upgraden. Eine Mühle dort. Soll man die hier upgraden? Da kann man uns, glaube ich, schon leisten. Das wird schon funktionieren. Geld ist wieder alle. Wir schauen hier oben zu, ob das Gemetzel hier gut geht. Sollte aber eigentlich klappen. Die stehen ja echt Schlange. Wie eine Supermarktkasse. Töten sich langsam vor. Sollte aber trotzdem hinhauen.